Herzlich willkommen bei unserem Webinar heute am 24.11.2022. Ich freue mich, dass Sie bei uns hier teilnehmen. Wir sind heute drei Speaker. Ich begrüße herzlich den Harald Henn, Geschäftsführer von Marketing Consultant. Der wird uns in die Teams businessrelevanten Themen heute einführen. Im Anschluss werde ich ein bisschen einen Überblick geben, Teams von Unified Communications in Richtung Contact Center. Und ganz zum Schluss haben wir noch den Stefan Schneider mit dabei, Director Product Management bei CCT. Der wird Sie dann in den verschiedensten Stufen von Teams-Integration von UC bis Richtung Contact Center über die einzelnen Stufen hinweg in diese ganze Geschichten dann erklären. Freut mich, dass Sie alle da sind. Ich übergebe das Wort an den Harald und los geht's. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Harald Henn. Ich bin Geschäftsführer von Marketing Consultant und ich begleite oder unterstütze jetzt diesen ersten Teil zu unserem Thema Integration von MS Teams ins Contact Center. Das ist dann mehr von der strategischen Seite, von den Kundenanforderungen. Und im zweiten Teil wird dann Stefan Schneider das auch ganz konkret zeigen, wie Teams eingebunden werden kann in bestehende Contact Center Strukturen. Ja, wir fangen an mit dem Thema Teams. Warum ist Teams jetzt so in aller Munde? Warum ist Teams zu einem solchen zentralen Gesprächsthema geworden in den Unternehmen? Ein Hintergrund ist natürlich die Pandemie. Während dieser Pandemie sind viele Unternehmen gezwungen gewesen, ihre Arbeitsweisen untereinander dann auf neue Füße zu stellen, weil Geschäftsstellen geschlossen waren, weil Mitarbeiter von zu Hause aus gearbeitet haben und die Zusammenarbeit natürlich der Mitarbeiter untereinander dann neu organisiert werden musste. Und in der Pandemie hat MS Teams einen enormen Zulauf erhalten. Und die Unternehmen haben sich jetzt mittlerweile nach 2 oder 2,5 Jahren Pandemie nicht nur an Teams gewöhnt, sondern empfinden Teams mittlerweile auch als ein sehr nützliches Werkzeug. Es ist kein Ersatz immer für ein persönliches Meeting, aber es gibt durchaus jede Menge Gelegenheiten, wo Teams eben auch besser geeignet ist, um die Zusammenarbeit zu fördern. Wir sehen das ja, dass selbst in den Schulen während der Pandemie dann auch neue Lernmethoden erprobt werden mussten. Und auch da hat Teams, wenn nicht der Datenschützer seinen Einwand erhoben hat, dann auch Einzug gehalten. Es gibt zwei wesentliche Punkte, die für den Einsatz von Teams im Contact Center entscheidend sind. Die ganz generell Auswirkungen haben auf die Contact Center und die würde ich mir jetzt ganz gerne mit Ihnen einmal anschauen. Das ist zum einen das Thema Komplexität und das andere Thema ist Flexibilität. Wir fangen mal mit Flexibilität an. Contact Center sind in hohem Maße jetzt davon gekennzeichnet, dass sie unvorhersehbare und sprunghaftes Ansteigen von Anrufvolumina oder auch von Chat- und E-Mail-Volumina zu verzeichnen haben. Das hat natürlich mit den ganzen Krisen um uns herum zu tun. Wir haben Lieferkettenprobleme. Die Ware, die ein Kunde bestellt, ist dann auf einmal nicht mehr verfügbar. Wir haben Preisanstiege, die Energieversorgung. Also alles das führt dazu, dass das Anrufvolumen in den Contact Center nicht mehr so gut prognostizierbar ist, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Dann haben wir natürlich auch das Thema Komplexität des Produktes an sich. Teile sind nicht verfügbar, das sind Ersatzprodukte. Also im B2B wie auch im B2C-Sektor sehen wir, dass die Lieferkettenprobleme, Versorgungsprobleme, Preisanstiege erhebliche Auswirkungen auf den Customer Service haben. Und das führt natürlich auch dazu, bei den E-Commerce, den Online-Händlern, dass es vermehrt Statusabfragen gibt. Wo bleibt meine Ware? Wann ist der Versandtermin? Und dann haben wir natürlich auch noch eine Rahmenbedingungen, gesetzliche Änderungen,
Gibt es jetzt einen Gaspreisdeckel? Gibt es keinen Gaspreisdeckel? Wenn ja, wie sieht er aus? Wird meine nächste Abschlagszahlung automatisch jetzt ausgesetzt? Muss ich mich selbst drum kümmern? Wir haben jede Menge Änderungen, Verordnungen in allen Lebensbereichen, ob das jetzt Gesundheit, Finanzen, wo auch immer ist, die natürlich dazu führen, dass die Kunden verunsichert sind, dass sie mehr Fragen haben und die Fragen wollen sie natürlich gerne beantwortet haben. Und da rufen sie halt eben auch nicht die Bundesregierung an, sondern ihren Energieversorger, ihren Online-Händler, ihre Krankenkasse, ihre Bank, wie auch immer. Diese Flexibilität heißt, dass die Contact-Center schauen müssen, dass sie bei diesem sprunghaften Anstieg von Volumina, ganz gleich über welchen Kanal natürlich, dann auch schauen müssen, wie sie die Verfügbarkeit besser herstellen. Ein Weg dazu, dazu komme ich dann später noch, ist die Einbindung von Backoffice von anderen Abteilungen, die bisher eher nicht mit dem Contact Center in Berührung gewesen sind. Zweites Thema, hatte ich angesprochen, ist das Thema Komplexität. Kunden haben in aller Regel ein Smartphone. Und auf dem Smartphone kann man nicht nur telefonieren, man kann auch ein SMS schicken, man kann WhatsApp benutzen, man kann den Chat benutzen. Also viele Möglichkeiten, den Kanal so zu wechseln, wie es je nach Situation und Opportunität gegeben ist. Kunden nutzen vermehrt auch Chatbots, gerade bei einfachen Anfragen, Statusabfragen. Klassiker sind die Energieversorger, die ihre Zählerstandsabfragen mittlerweile fast alle über Chatbots erledigen lassen. Es ist kostengünstiger. Der Mitarbeiter will auch nicht unbedingt mit einem Mitarbeiter sprechen, muss er auch nicht. Aber dann gibt es dann doch die eine oder andere Frage im Chatbot, die das System nicht klären kann. Und diese Dialoge müssen natürlich dann an den Mitarbeiter eskaliert werden. Auch das führt natürlich zu mehr Komplexität, weil der Mitarbeiter natürlich dann auch sehr schnell wissen muss, wo hängt der Kunde, an welcher Stelle, welche Fragen hat er schon gestellt, welche wurden ihm bereits beantwortet, und wo muss ich jetzt als Mensch, als Mitarbeiter eingreifen. Nächstes Thema, die Integration von CRM oder von Service-Systemen, die greift auch, Gott sei Dank kann man sagen, immer weiter um sich. Das heißt, die Systeme, die ein Mitarbeiter benötigt, um Auskunft geben zu können, um bestimmte Prozesse anzustoßen, das geht natürlich nur, wenn ich das entsprechende System habe. Und die werden auch immer mehr in den Arbeitslauf mit eingebunden. Aber es sind auch noch viele Systeme, die eben nicht eingebunden sind. Und das kommt dann als zusätzliche Last auf den Arbeitslust ist auch ein schöner Begriff, aber passt jetzt nicht. Als Arbeitslast auf den Mitarbeiter zu, weil der Mitarbeiter dann mit Kopieren, Einfügen die Daten hin und her schaufeln muss. Er muss verschiedene Systeme bedienen mit unterschiedlicher Bedienerführung und, und. Das macht es dann für den Dialog mit dem Kunden eben auch nicht einfacher. Und das letzte Thema zum Thema Komplexität heißt, die Mitarbeiter, die ich vorher in einem Standort hatte, sind jetzt möglicherweise im Homeoffice auf verschiedene Standorte verteilt. Und die mit einzubeziehen in einen Dialog dort, wo es nötig ist, weil der Mitarbeiter im Contact Center die eine oder andere Frage nicht fallabschließend beantworten kann. Das heißt natürlich dann auch, dass die Systeme in der Lage sein müssen, zu schauen, wer ist wo, mit welcher Kompetenz auch entsprechend verfügbar. Aber wie gesagt, das wird Stefan Schneider dann sehr eindrucksvoll in seiner Demo zeigen. Ja, Contact Center werden sich ganz generell entscheidend verändern, auch verändern müssen. Es geht immer mehr zu dem Thema Plattformgedanken. Es geht um Dialoge und nicht eigentlich um das Contact Center per se. Und darüber hatten wir jetzt gesprochen. Flexibilität, Komplexität, alles das bedingt, dass wir mehr zentrale Plattformen benötigen. Die sind dann in aller Regel in der Cloud, weil das anders nicht abbildbar ist, um eben dieses Multi-Experience-Management, also die Kundenerfahrung an verschiedenen Touchpoints über verschiedene Systeme sicherzustellen.
Und ein ganz entscheidender Punkt ist, wenn alle meine Annahmen stimmen, die ich eben gesagt hatte, dass die Effizienz, die Arbeit zwischen Mitarbeitern im Contact Center und den Experten im Unternehmen, die muss sich noch deutlich steigern, weil Kunden auch nicht ewig weiter verbunden werden möchten, auf den Rückruf warten möchten, sondern da ist die Anspruchshaltung der Kunden, möglichst alles im ersten Anlauf erledigt zu bekommen. Was aber oft bei der notwendigen Kompetenz, bei dem Wissen, was dort vorhanden sein muss im Contact Center, dann eben zwangsweise bedingt, dass auch die Mitarbeiter in den Fachabteilungen eingebunden sein müssen. Anders lässt sich das eben auch nicht mehr darstellen. So, wie kann so etwas aussehen in Zukunft? Ja, wir haben zentral irgendwo ein Contact Center. Wir haben vielleicht auch Dienstleister, die mit eingebunden sind. Wir haben vielleicht auch noch irgendwo ein Contact Center am anderen Standort. Und dann haben wir Backoffice und den Kundenservice oder den Vertrieb oder den Makler oder wie auch immer, die draußen unterwegs sind, die alle an diese zentrale Plattform mit eingebunden sein werden. Wenn man sich das anschaut, was wir in der Vergangenheit hatten, diese Trennung zwischen externer und interner Kommunikation, die war, wenn man ehrlich ist, eigentlich immer künstlich und kontraproduktiv. Das ist aus der Historie der Contact Center zwar zu erklären, warum das so ist, weil im ersten Schritt die Call Center, so hießen sie damals, heißen sie auch heute oft noch so, für nichts anderes eingesetzt wurden, als die Erreichbarkeit sicherzustellen und einfache Fragen zu beantworten. Aber aus den Callcentern sind Contact Center geworden mit anderen Aufgaben, mehr Kompetenzen, mehr Integration in die betrieblichen Abläufe. Und insofern ist diese ehemalige künstliche Trennung einfach auch nicht länger sinnvoll. Also dieses Bild, was Sie hier sehen, das ist ein Stück weit ein Relikt der Vergangenheit. Wenden wir uns jetzt nochmal Microsoft Teams zu. Ist das jetzt, ja, man kann ja sagen, das nächste große Ding? Ja, aus vielerlei Gründen. Zum einen, Microsoft kann Cloud. Also Microsoft hat Azure als Plattform, sehen Sie ganz oben am oberen Bildrand. Microsoft hat die verschiedenen Drittanbieter wie ServiceNow, Adobe oder Salesforce oder alle über die Möglichkeit eines App-Katalogs angebunden in Teams. Also ein Unternehmen kann sehr wohl mit seinen bisherigen Anwendungen, die es nutzt und die es mag, ServiceNow für Service Ticketing oder für den Customer Service, weiterarbeiten und die können dann analog zu Salesforce über den App-Katalog eingebunden werden. Microsoft Teams selbst ist auch integriert in die Anwendungen von Microsoft, die viele Unternehmen ohnehin schon nutzen, ob das jetzt SharePoint ist oder Outlook. Das heißt, die Umgewöhnung ist nicht dann so besonders groß, wenn man Teams ohnehin schon oder wenn man Office-Produkte ohnehin schon im Einsatz hat. Und nächster Punkt, auch nicht zu verkennen, ist Microsoft passiert auch das Thema Low-Code, No-Code weiter. Das heißt, Konfiguration von Systemen, ohne dass ich jeweils groß die IT benötige, um alles umzukonfigurieren. Aber das ist ein Trend, der betrifft nicht nur Microsoft, der betrifft eigentlich fast alle großen Softwarehersteller. Was ich glaube und wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass Unified Communication, also die interne Office-Telefonie und das Contact Center zusammenwachsen werden. Microsoft Teams bietet dazu eine große Chance. Das ist so ein Trend, der sich jetzt schon stark abzeichnet in den Unternehmen. Viele Unternehmen benutzen bereits Teams als Office-Telefonie. Und ich glaube, dass der Trend weiter anhalten wird und insofern auch verständlich, dass viele Unternehmen sich jetzt mit dem Gedanken beschäftigen, macht es Sinn, Teams auch im Contact Center einzubinden und wenn ja, wie? Hier sieht man nochmal so ein Bild rechts der verschiedenen Registerkarten von Anwendungen, die ich alle
einbinden kann. Es sind natürlich nicht alle. Es ist eine große Vielzahl, die mittlerweile schon verfügbar ist. Und das wird auch ständig mehr werden. Was für die Unternehmen wirklich den riesengroßen Vorteil bietet, gewohnte Anwendungen nicht verlassen zu müssen oder aufgeben zu müssen und mit Teams dann weiterarbeiten zu können. Zum Schluss oder fast zum Schluss würde ich Ihnen ganz gerne noch die Grafik jetzt kurz erläutern, die nämlich so ein bisschen die grundlegende Architektur zeigt, die im Contact Center in Zukunft ja, vorherrschen wird. Das ist, Sie sehen in der oberen Zeile die Touchpoints, also die verschiedenen Zugangswege für den Kunden, ob das jetzt Telefon, E-Mail, Chat, Instant Messenger, was auch immer ist. Die nächste Schicht unten drunter ist die Kundenidentifizierung. Sie haben Customer Identification Access Management. Das wird wichtig für die Unternehmen, die Kunden über mehrere Touchpoints betreuen müssen und die der Kunde auch will und mag, weil ansonsten müsste der Kunde sich an jedem Touchpoint dann jeweils wieder neu identifizieren, seine Daten würden nicht übernommen und das ist halt eben für den Kunden mit großem Aufwand verbunden und mit Ärgernis, weil er natürlich auch nicht 10 verschiedene Passwörter haben möchte, nur mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten. Also dieses übergreifende Orchestrieren und Zugangsmanagement über eine zentrale Plattform, die auch dem Kunden die Sicherheit gibt, dass vertrauensvoll mit seinen Daten umgegangen wird, dass der Datenschutz berücksichtigt wird, ist eine ganz wesentliche Geschichte auch für Contact Center. Darunter gibt es dann das Thema Routing, also wohin muss dieser Chat, diese E-Mail-Anfrage, dieser Anruf, wer ist der besten geeignete Mitarbeiter dafür? Und dann sehen wir unten einmal den Contact Center-Arbeitsplatz, das ist einmal das Backoffice und die beiden habe ich jetzt auch mit zum Pfeil verbunden, einfach um zu zeigen, dass diese Trennung langfristig nicht Bestand haben kann aus den vorgenannten Gründen und dass die Systeme hier zusammenwachsen. Gespeist werden die Systeme aus unterschiedlichen Anwendungen. Also wir haben CRM, wir haben die Service Cloud, wir haben Wissensmanagement. Also in der unteren Zeile sehen Sie auch deshalb nur einen kleinen Ausschnitt, weil alle Systeme aufzulisten, das würde hier zu weit gehen, zumal ja auch eine Versicherung oder eine Bank unten dann nochmal ganz eigene spezifische Anwendungen haben, die ebenfalls alle da noch mit einer Rolle spielen. Was wir auch sehen, ist, dass dann auf den Arbeitsplätzen gerade der Contact Center Mitarbeiter dieser Gedanke des Unified Desktops, also alle Anwendungen in einer Oberfläche zu haben, auch immer mehr um sich greift, um den Mitarbeitern dieses lästige Hin- und Herwechseln zwischen den Anwendungen und Kopieren einfügen zu ersparen. So, das war jetzt von meiner Seite aus der Schnelldurchlauf. Und ich darf mich an der Stelle jetzt auch ganz herzlich bedanken. Ja, der Harald hat's schon in der Einleitung mehr oder minder gesagt. Für viele ist Microsoft Teams, ich sage mal, während der Pandemie erstmals neu im Unternehmen eingesetzt worden. Das heißt, Teams ist eigentlich eine sehr rasende Entwicklung gewesen in den letzten 3 Jahren. Wir selbst als Unternehmen haben auch schon die Vorgängerversion, also alles, was Sie vielleicht unter Lync, unter Skype, unter Office Communication Server von Microsoft kennen. Das haben wir selbst auch schon eingesetzt, haben also da schon im Prinzip über 15 Jahre auf dem Microsoft-Pfad auch unsere Erfahrungen gesammelt. Aber nicht zuletzt kann man schon sehr deutlich sagen, Sie sind da nicht alleine mit Teams unterwegs. Das sind ungefähr, und nageln Sie mich nicht genau auf die Zahl fest, das ist so das Letzte, was ich in Erfahrung gebracht habe. Das sind ungefähr 270 Millionen aktive Benutzer jeden Monat, die mit dieser Teams-Plattform arbeiten. Das hat natürlich die Microsoft auch festgestellt, dass da ein sehr, sehr großer Drang und eine sehr, sehr große Nachfrage im Umfeld ist. Der Harald hat es gesagt. Microsoft kann Teams mit der Azure-Plattform. Andere Vendoren, die im Contact Center-Umfeld unterwegs sind, bauen ihre Lösungen auch auf Azure-Plattform auf. Avaya gehört zum Beispiel auch dazu, um das einfach mal so nebenbei noch zu erwähnen. Nicht zuletzt hat
Microsoft auf der Teams-Plattform auch relativ viel getan, um die, sagen wir mal, die generelle Verfügbarkeit dieser Plattform auch zu erhöhen. Sie kennen das sicherlich, wie hoch ist so eine Ausfallwahrscheinlichkeit von so einer Plattform. Microsoft, so ist meine Kenntnis, hat das jetzt mittlerweile auch auf 99,99% pro Jahr entwickelt, was also auch für die Plattform spricht, dass wir da eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit realisieren. Unterm Strich, was bedeutet das Teams eigentlich für Sie? Ja, der da noch nicht so viel Erfahrung mit hat, ich versuche da nochmal so ein bisschen den Bogen zu spannen. Teams ist ein Bestandteil von Office 365. Office 365 bei Microsoft ist, sagen wir mal, alles, was Sie so in Ihren Office-Anwendungen kennen, in der Cloud, also auch die klassischen Anwendungen wie Outlook oder auch Exchange, E-Mail-Server, PowerPoint, Word, Excel, alles dieses wird über die Cloud 365 von Microsoft gesourced. Und beim Teams im Speziellen ist es so, dass wenn Sie das Teams einsetzen, im, sagen wir mal, üblichen Standard, hat das natürlich Messaging-Funktionen, also Chat, Presence, Video-Funktionen. Bei der Telefonie muss man natürlich dazu sagen, es ist erstmal eine interne Telefonie. Das heißt, Sie können erstmal nur in Anführungszeichen mit Ihren internen Kollegen telefonieren. Aber auch dort zeigen wir jetzt im Weiteren auch, sind natürlich die ein oder anderen Zusätze in dieser Plattform realisiert in den letzten Jahren. Und da gibt es auch eine relativ starke Roadmap von Microsoft, wie die Funktionen weiter ausgebaut werden. Was vielleicht so zuzusagen ist, Videofunktionen, da haben sicherlich viele, die jetzt stärker in dem Videoumfeld schon viel unterwegs sind, die haben natürlich schon gemerkt, dass die Videofunktion am Anfang nicht unbedingt, ja, ich sag mal, HD, High Definition Video war, sondern dass sich das die letzten Jahre auch in Teams sehr stark verbessert hat, wie die Videoqualität ist. Sie haben ja auch sicherlich gemerkt, Sie können jetzt Hintergründe einblenden. Sie haben AI-Funktionalität, also künstliche Intelligenz, die Geräuschunterdrückung macht und. Sie können sich eine bessere Gesichtsfarbe geben bei diesen Tools. Ja, je nachdem, wie es Ihnen gerade so passt, gibt es da doch die eine oder andere Möglichkeit, was gerade große Unternehmen, das muss man auch dazu sagen, gemerkt haben, der Wechsel von so einer Plattform, ja, von kommend von, sagen wir mal, einem klassischen System hin in so eine Teams-Plattform, das ist für viele schon sehr, sehr aufwendig. Nicht zuletzt, dass da vielleicht auch mal Schulung notwendig ist. Aber je mehr Benutzer Sie auf so einem System dann auch implementieren müssen, umso aufwendiger ist das für ein Unternehmen. Deswegen kann man sicherlich auch sagen, die kleineren Unternehmen sind auf der Teams-Plattform deutlich schneller unterwegs, wenn es darum geht, solche Migrationspfade dann auch zu gehen. Was brauchen Sie, wenn Sie mit Teams, sagen wir mal, bei Microsoft lizenzieren müssen? Für den einen oder anderen ist das überhaupt kein Problem. Der hat das einfach in seinem Standard Enterprise Agreement von Microsoft mit drin. Microsoft macht da auch einen sehr guten Job, muss man auch dazu sagen. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Packages. Das sieht man hier so ein bisschen. Das fängt mit kleinem Geld an. Das wird dann so geht dann so in den mittleren und größeren Bereich um. Und man muss immer dann auch schauen, welcher Mitarbeiter im Unternehmen benötigt denn tatsächlich welche Lizenz. Und man sieht das hier auf der rechten Seite, angefangen von Cross-Launch, was wir auch Click-to-Call nennen, über Direct-Routing-Funktionalität, also sprich die Anbindung Ihrer Teams-Plattform an ein öffentliches Netz mit Telefonnummern, mit Amtsleitung, SIP-Trunks, wie auch immer Sie die gerade nennen wollen, bis hin zu einem Calling-Plan, wo Sie einfach sagen, meine Gesprächsminuten, mein Flatrate, mein internationales Telefonieren, das packe ich damit rein. Da gibt es relativ viele Optionen, deswegen muss man da auch genau hinschauen, welcher User braucht wie viel oder benötigt wie viel Funktionalität, weil das unterm Schluss sich dann natürlich auch in ziemlichen Kosten auswirken kann. Viele sagen dann natürlich, ich habe Microsoft, ich mache Operator Connect oder Direct Routing, ich baue das als Telefonanlage weiter aus. Und das ist auch jetzt so ein bisschen die Story im weiteren Webinarverlauf. Warum brauche ich denn dann noch eine Telefonanlage? Ja, das ist immer so eine typische Frage. Ich habe doch jetzt Teams, warum brauche ich noch eine Telefonanlage? Das ist in der Regel eine sehr gute Frage. Viele Unternehmen merken eigentlich erst, wenn sie mal ihre Telefonanlage austauschen wollen, was die alles so tut. Und das erzeugt dann natürlich in solchen Projekten auch die ein oder andere Überraschung. Und wenn sie lange im Telefonieumfeld tätig sind, ich selbst bin das jetzt fast schon 30 Jahre, dann haben sie einige Erlebnisse gemacht, gerade auch bei kleinen, mittleren und auch sehr großen Unternehmen,
was dann alles im Endeffekt dazu benötigt wird, um so eine Telefonanlage zu migrieren. Und unsere Erfahrung zeigt, da ist eine gute Discovery notwendig. Da muss man auch teilweise mal ein Proof of Concept machen. Da muss man auch mal Dinge austesten. Da muss man teilweise sich auch nicht nur 6 Monate, sondern vielleicht auch 1 oder 2. Manche Unternehmen brauchen auch 3 Jahre. Das ist auch nicht unüblich, um sowas zu tun. Fakt ist aber, dass wenn Sie Ihre bestehende Telefonanlage entweder in einem eigenen Data Center oder in einer Cloud über eine Subscription realisiert haben, dann haben Sie natürlich erstmal grundsätzlich die Möglichkeit, dass Sie diese Telefonie-Plattform auch mit Teams koppeln können. Das heißt, über Session Border Controller, jetzt mal in der Technik gesprochen, über SIP-Trunks und solche Funktionalitäten können Sie Direct Routing bei Teams realisieren. Alternativ natürlich auch diese Click-to-Dial-Funktionalität, das zeigen wir noch auch weiterem, die vom Grundsatz her noch einfacher ist, dass man einfach in seiner Teams-Anwendung auch ein Stück von der Telefonanlage mit integriert. Damit natürlich eine sehr hohe Flexibilität hat. Man kann damit auch seinen Migrationspfad in die Cloud zeitlich so gestalten, wie das für das Unternehmen, sage ich mal, am besten konsumierbar ist. Das heißt also, bestehende Telefonplattform erhöht auf jeden Fall die Flexibilität in so einer Roadmap. Dazu kommt aber auch, dass wenn Sie eine bestehende Telefonanlage entweder in der Cloud oder in Ihrem eigenen Rechenzentrum betreiben, haben Sie natürlich grundsätzlich auch einen Ansatz, dass Sie gegebenenfalls Soft-Telefonie, also Anwendung, Applikation auf dem PC, auf dem Laptop, dass Sie die gegebenenfalls schon haben, dass Ihr Telefonanlagenhersteller Videotelefonie auch schon mit implementiert hat, dass dort in Subscription-Komponenten, wie das in dem Fall auch wieder die Avaya tut, schon mit enthalten ist. Und ein eigenes Rechenzentrum, das managen Sie in der Regel mit Ihrer IT selbst. Je nachdem, haben Sie genug Ressourcen, haben Sie zu wenig Ressourcen, haben Sie dort einen kompletten Durchgriff. Jeder, der schon mal einen Business Continuity Plan gemacht hat, weiß, es kann eine umfangreiche Geschichte werden. Da müssen Sie relativ viel nachweisen. Sobald Sie den Weg in die Cloud gehen, gehen Sie natürlich auch gewisse Gefahren ein, die Sie für Ihr Unternehmen managen müssen. Ja. Da ist sicherlich Standardkonformität benötigt. Viele Rechenzentrumsbetreiber oder alle Rechenzentrumsbetreiber orientieren sich da natürlich an der ISO 27001, an der DSVGO-Konformität, die auch dazugehört. Wir haben in der Regel mit jedem Kunden eine Auftragsnehmer-Datenschutzvereinbarung für Managed Service oder für Service Support Dienstleistungen, wo wir auf Kundendaten auch dann unsere eigenen Mitarbeiter drauf Zugriff haben. Trotzdem, Sie kennen das, es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwo ein Data Breach stattfindet, dass irgendwo Leute auf Daten Zugriff haben oder kennen vielleicht auch oben das kleine Bildchen, mein Teams ist nicht verfügbar, was soll ich tun? Standardantwort auch bei uns, start's nochmal neu, boot mal den Rechner, sind die Windows-Updates alle drauf? Ah ja, jetzt geht's wieder. Ne? So, das ist so das Typische. Aber ich habe ja schon gesagt, die Microsoft Hala ist da auch nicht untätig geblieben. Die haben das schon jetzt sukzessive auch auf die 99,99% hochgefahren. Das hier mal so ist der erste Schritt, der einfachste Schritt. Wir haben das hier auch am Beispiel Avaya mal gezeigt, weil wir doch eine sehr, sehr große Avaya Installed Base auch haben und Avaya auch in der Teams-Integration doch relativ früh auch diese kooperative Integration nachgewiesen hat. Das heißt also über Session Border Controller, SIP-Trunk, Kopplung zum Teams Direct Routing, aber auch hier im Teams die Avaya Call-Applikation, wo Sie im Prinzip das Click-to-Call realisieren können. Das heißt, Sie haben Ihr Softphone mit in der Teams-Anwendung. Das zeigt auch später der Stefan Schneider in den Demo-Beispielen. Nicht zuletzt, um den Übergang da auch zu finden, es gibt verschiedene Wege in Richtung Teams. Wir zeigen nachher im weiteren schon 5 Wege, ne? Das sind relativ viele. Sie merken, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Freiheitsgrade oder auch Vorteile, Nachteile. Wo geht die Microsoft hin? Wann kommen von Microsoft neue Funktionalitäten? Sie können dazu jederzeit auch mal bei Microsoft O365 auf die Roadmap schauen. Das ist relativ einfach zu finden. Da sehen Sie, was ist in den Teams-Funktionalitäten für die nächsten 12 Monate geplant. Da sehen Sie, da kommen 70 neue Features im nächsten Jahr. Da sind 280 neue Features auf der Roadmap. Das kann man sich da alles ziemlich gut angucken. Man merkt allerdings dann auch bei dem einen oder anderen Feature,
dass das Standards sind, die in so einer Telefonanlage seit 30 Jahren drinstecken. Das muss natürlich in so einer Cloud-Telefonie-Plattform auch dann hier und da noch entwickelt werden. Und das zeigt dann auch ein bisschen, hatte ich ja vorhin schon eingangs gesagt, TK-Anlagen, PBXen kommen ja aus einer ursprünglich mal proprietären Welt und haben sich relativ stark über die letzten 30 Jahre auch geöffnet. Da gab es sehr, sehr viele Funktionalitäten. Wir haben hier unten mal für die Avaya-Gäste, die Kunden hier in unserem Webinar, die auch Avaya-Plattform einsetzen. Das sind natürlich einige aufgrund auch von unserer Historie. Wir haben mal den Avaya-Weg gezeigt, also Click-to-Call-Funktionalität, Softphone. Ist die Plattform im eigenen Rechenzentrum? Ist die schon in einer Avaya-Cloud? Wie kann man in Enterprise Cloud auf dem Avaya-Pfad migrieren? Kann man gegebenenfalls auch alternativ Avaya Cloud Office einsetzen? Das ist ja die Avaya Cloud Telefonie-Plattform für Messaging, Video und Voice. Auch hier wiederum in der Zusammenarbeit mit RingCentral, die dort platziert wird. Oben aber auch rechts der Power-User, also die SIP-Kopplung zur Microsoft und oben letztendlich von der klassischen Telefonie. Wie ist meine O365-Lizenz? Migriere ich Richtung Direct Routing Connect? Ist es was, was auch lizenztechnisch für mich wirtschaftlich erscheint? Zum Thema Extend und Power und Microsoft Graph API in Richtung Microsoft Device. Da wird jetzt der Stefan Schneider einiges in seinen Folien auch noch im Weiteren detaillieren. Aber Sie sehen schon an der Folie, man muss sich da gut überlegen, was ist der richtige Weg. Und wir stehen natürlich da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gab es so die ein oder andere Frage? Ja, gehe ich vielleicht auch noch mal kurz drauf ein. Wir sind hier keine Teams-Verkaufsveranstaltung. Ja, wir sagen Ihnen, wie kann man das realisieren? Teams selbst können Sie von Microsoft kaufen. Wir sind kein Teams-Verkäufer, in dem Sinne kein Reseller von Microsoft Teams. Das wird bei Microsoft über Distributoren und über Tier-2-Partner vermarktet mit Enterprise Agreements für Unternehmen ab ungefähr 5.000 Mitarbeiter. Das heißt also, verstehen Sie es nicht falsch, es ist keine Teams-Verkaufsveranstaltung, es ist eine Veranstaltung, wie kann ich Teams möglichst effizient in meinem Unternehmen nutzen. Und die Fragen, die wir natürlich an der Stelle immer wieder bekommen, sind: Wie nutze ich das denn nun in meinem Kundenservice? Und Sie kennen uns vielleicht von der einen oder anderen Veranstaltung. Wir sind klassisch Callcenter-Leute, wir kommen aus der Callcenter, Contact Center, Multichannel, Omnichannel, CRM-Integration, Kundendatenbank, IVR-Applikation, CTI-Integration. Das ist die Welt, aus der wir kommen. Und gerade die letzten Jahre mit mehr und mehr Teams-Implementierung stellt sich natürlich die Frage: Wie nutze ich denn Teams nun in meinem Kundenservice? Ja. Und in der Regel sind solche Kundenservice-Implementierungen auf ACD-Anlagen, Telefonanlagen mit ACD-Funktionalität, mit CTI-Funktionalität und mit IVR, also Sprachapplikation, Spracherkennung, Lösungen sind die gebaut. Und jetzt hat man die Kopplung mit Teams realisiert, über welchen Weg auch immer, über Click-to-Call oder über Direct Routing oder über Power-User. Und da stellen sich natürlich die Fragen: Ich habe ja einen Status in meiner ACD. Ja, ist das denn auch der gleiche Status wie in meinem Teams? Und dann stellen Sie fest, im Teams ist der Status eigentlich an den Outlook-Kalender gekoppelt. Wenn Ihre Agenten kein Outlook haben, dann ist es auch nicht an den Outlook-Kalender gekoppelt. Da stellen sich natürlich dann die Herausforderungen: Wie manage ich den Status auf der ACD? Wie manage ich das mit dem Status in Teams? Ja, wie kriege ich das synchronisiert? Viele Kunden fragen auch einfach: Hat mein Teams jetzt auch eine ACD und eine IVR? Und ja, da ist Microsoft, und das sehen wir auch im Weiteren, die sind da auch auf dem Weg mit Call Queuing und mit diversesten integrierten IVR-Funktionalitäten. Gibt natürlich auch andere Vendoren, die dort Integrationen gemacht haben. Unsere Integration zeigen wir Ihnen jetzt auch im Weiteren, wie wir das mit unserer Contact Pro-Plattform realisiert haben. Da haben wir auch zwei Kunden-Demo-Beispiele jetzt mit vorbereitet. Da gehen wir genau auf diese Fragen auch ein. Also: Wie verbinde ich jetzt mein Callcenter-System mit Teams, damit ich solche Status-Reporting-Kalender-Anforderungen dann auch gelöst habe? Dann würde ich an der Stelle mal an den Stefan Schneider abgeben. Vielen Dank, Uwe. Nun stellt sich die Frage: Was sind denn die Optionen und was können diese? Dies möchte ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Hierzu haben wir die möglichen Integrationen in unterschiedliche Stufen eingeteilt, von einer einfachen bis zur kompletten Integration. Fangen wir mit Stufe 1 an: Integration als Applikation in Microsoft Teams.
In diesem Konzept erfolgt nur eine Einbindung der Telefon-App des Herstellers in die Microsoft Teams-App oder Web-Applikation. Der Sprachpfad erfolgt weiterhin über ein externes Gerät, Softphone oder Telefon am Arbeitsplatz. Aufgrund der losen Integration bietet diese Lösung an manchen Stellen eine eingeschränkte Funktionalität. Die Integration erfolgt hingegen sehr einfach und schnell. Stufe 2 der Integration erfolgt ohne Anbindung innerhalb von Teams. Hierbei werden die vorhandenen Schnittstellen der Graph API in die bestehende Contact Center Lösung integriert. Dies können der Abruf und das Setzen des Präsenzstatus sein, damit Benutzer in Teams den Status des Contact Center Mitarbeiters sehen oder dieser in einer Ansicht den Teams-Status von Anwendern aus verschiedenen Azure-Gruppen sieht. Zudem kann eine Chat-Interaktion zwischen den beiden Applikationen erfolgen und auch das Teilen des Bildschirms, wie in Teams vorhanden, kann realisiert werden. Die Stufe 2 sieht jedoch keine Verbindung der Telefonie vor, außer der Möglichkeit von Click-to-Call, sofern der Teams-Benutzer eine Vorlizenz besitzt. Kommen wir zu Stufe 3, der aktuell am häufigsten eingesetzten Lösung. Das Connect-Modell, besser bekannt als Direct Routing. Mit Direct Routing wird die vorhandene PBX und das Routing-Infrastruktur weiterhin verwendet. Über das Teams Direct Routing wird der vorhandene Enterprise SBC mit Microsoft Teams gekoppelt, damit die Anrufe auch an die Teams Voice-Umgebung übergeben werden können und der Teams Client bei Anruf klingelt. Parallel dazu kann aber auch weiterhin das PBX Soft oder Telefon klingeln. Die Gründe für diese Hybrid-Infrastruktur können sehr vielseitig sein. Beispiele sind die Vereinbarkeit der vorhandenen Kundeninfrastruktur wie TK-Anlage, Contact Center Routing oder auch analoge Geräte. Der Microsoft Calling Plan zum Buchen von Rufnummern ist gegebenenfalls nicht in allen gewünschten Ländern verfügbar. Daher muss eine Anbindung an Teams über externe Carrier erfolgen. Nutzung von komplexen Callcenter- und Routing-Anforderungen, die durch Microsoft Teams Callcenter noch nicht erfüllt werden können. Eine vorhandene, gehostete oder auch private PBX, Cloud PBX Contact Center Infrastruktur, die auch weiterhin genutzt werden soll. Oder ein bestehender, gegebenenfalls auch langfristiger Vertrag mit einem Carrier. Stufe 4, das Extend-Modell von Microsoft, nutzt ausschließlich die Anruffunktionen im Phone-System von Microsoft. Hierbei wird entweder die Teams-App, Web oder Mobile als Telefon verwendet oder eine externe Applikation, die über die Microsoft Graph API die Communication Services von Microsoft nutzt. Die Unternehmenskommunikation erfolgt komplett über Microsoft Teams und kann über Microsoft gebuchte Rufnummern angebunden werden. Sofern keine Rufnummern zur Verfügung stehen, kann auch das Direct Routing Modell vom vorherigen Beispiel verwendet werden, um eine PSTN-Anbindung zu realisieren. In diesem Modell erfolgt eine Nutzung des Voice Routings ausschließlich von Microsoft Teams mit allen Vorteilen, aber auch Einschränkungen wie Möglichkeiten der Call-Routing-Gestaltung. Das letzte Modell in Stufe 5, das Power-Modell, ist aktuell noch nicht verfügbar. Microsoft deklariert dieses als Coming Soon. Das Power-Modell ist ähnlich zu Stufe 4, bietet aber ein vollständiges Set an SDK-Komponenten, damit Business-Partner wie CCT eine umfangreiche Contact-Center-Lösung bereitstellen können. In diesem Modell haben die Business-Partner die vollständige Kontrolle über das Call-Routing und können zudem weitere Systeme für zum Beispiel Conversational AI sehr leicht anbinden. Nachdem wir nun alle Modelle durchgegangen sind, möchten wir Ihnen noch zwei Use-Cases unserer Kunden vorstellen. Wir haben diese als Videos in unserer Demo-Umgebung in ähnlicher Form implementiert. Der Use Case 1 zeigt einen Dienstleister für Energieversorger mit ca. 250 Agenten. Dieser nutzt unsere Contact Pro Omnichannel-Lösung in Kombination mit Avaya Aura Elite. Im Unternehmen ist Microsoft Teams im Einsatz und der Kunde wünscht sich einen Unified Client für seine Contact Center-Mitarbeiter. Hierzu haben wir unsere Contact Pro-Lösung als App in Teams integriert. Hierzu starte ich nun das erste Video. In diesem Video sieht man die Microsoft Teams Desktop App und auf der linken Seite installiert Contact Pro als App-Lösung. Der Mitarbeiter klickt Contact Pro an, die App startet und er loggt sich ein, damit er mit dem Contact Pro Omnichannel System verbunden ist. Er stellt sich auf bereit und weist sich eine der aufgeschobenen E-Mails aus seiner privaten Kontaktliste zur Bearbeitung zu, eine Schadensmeldung zu einem Kfz-Fall. Zu dieser Schadensmeldung hat er parallel weiterhin die Möglichkeit, Anrufe zu empfangen.
Wir starten nun einen Kundenanruf an die Schadenshotline und während er diese E-Mail bearbeitet, erhält er einen weiteren Kontakt, einen Anruf, den der Kundenmitarbeiter annimmt. Mit Annahme des Anrufes und in Verbindung zum Kunden zeigen wir auf der rechten Seite das CRM-System mit einem Screenpop der Kundendaten für die weitere Bearbeitung des Schadensfalls. Auf der rechten Seite starten wir nun eine Presence-Chat-Anfrage an den Kollegen Mogni Ramani, welcher im Hintergrund mit der Teams-App arbeitet, ohne Contact Pro. Die beiden starten nun eine Konversation über den Versicherungsfall. Der Mitarbeiter in der Teams-App fragt gewisse Informationen ab, die das Backoffice ihm anliefert, welche er dem Kunden am Telefon weitergibt. Wie man hier sieht, sind wir vollständig mit Contact Pro in Microsoft Teams integriert. Die App ist soweit vollständig nutzbar für alle Kanäle, die der Agent bearbeiten soll, und er kann gleichzeitig seine Teams-Funktionalitäten wie Chat, Calling und Screensharing nutzen. All in one in einem Ansicht. Wir beenden nun den Call und damit ist dieser Kontakt und dieses Video auch am Ende. Das zweite Kundenbeispiel ist aus dem Bereich Transport und Logistik mit ca. 400 Agenten. Dieser nutzt ebenfalls unsere Contact Pro Omnichannel Lösung mit Avaya Aura Elite. 30 dieser Agenten sind per Teams Direct Routing angebunden und wir haben aktuell einen Pilot zur Nutzung des Extend-Modells. Hierzu haben wir Teams Voice in unseren Contact Pro Client integriert und parallel dazu Presence mit der Chat-Funktion. Ich starte nun das Video. Wir sehen hier unsere Contact Pro webbasierte Agent-Lösung. Der Mitarbeiter hat als Telefontyp Microsoft Teams und arbeitet im Omnichannel Agent-Modus. Er loggt sich ein und ist nun per Audio direkt an Microsoft Teams angebunden und auf der rechten Seite lädt seine Presence-Ansicht mit der Abteilung Schadensmeldung mit allen Usern, sowohl Contact Pro als auch Teams Only. Er stellt sich auf bereit und wir blenden nun auf der rechten Seite das Handy des Kunden ein. Der Kunde startet einen Anruf an die Schadenshotline und dieser Anruf wird an das Microsoft Teams Callcenter geroutet, an eine Teams Queue, in der der Mitarbeiter zugewiesen ist und auch verfügbar ist. Der Anruf wird angenommen durch den Mitarbeiter und nun ist der Kunde mit dem Microsoft Teams Contact Pro User verbunden. Wir starten nun, wie beim ersten Beispiel, eine Microsoft Teams Anfrage an den Kollegen Mogni Ramani und blenden in diesem Fall in einer Splitscreen-Ansicht links den Contact Pro ein und rechts den Kollegen Mogni Ramani, welcher nur mit Microsoft Teams arbeitet, um die Kommunikation im Presence Instant Messaging zu demonstrieren zwischen den beiden Applikationen. Es erfolgt wieder eine Abstimmung der beiden Kollegen, die dieses Mal in einer Weiterleitung resultiert. Der Mitarbeiter schickt seine Nachricht ab, beendet Presence und klickt dann den Click-to-Call-Button. Auf der rechten Seite sehen wir den eingehenden Anruf des Agenten aus Contact Pro, der von Mogni Ramani angenommen wird, und dann sieht man auch die klassischen Fenster, die von Teams bekannt sind. Nun sind der Contact Pro Mitarbeiter und der Teams Mitarbeiter über Teams Audio verbunden, diskutieren und besprechen ein paar Dinge und nun klickt der Mitarbeiter den Transfer-Button im Contact Pro und leitet damit den Anruf an einen Teams-Only-User weiter. Kommen wir nun zur letzten und entscheidenden Frage. Was ist nun der richtige Weg für mein Unternehmen? Der richtige Weg definiert sich an den Business Cases und der Strategie des jeweiligen Unternehmens. Aus diesem Grund gibt es auch nicht den einen universellen Weg. Jedes Unternehmen mit Microsoft Teams als strategischer Komponente muss in Zusammenarbeit mit dem Business Partner den richtigen Weg definieren und realisieren. Businesspartner wie CCT sind hier der optimale Partner, da wir alle möglichen Optionen anbieten und den Kunden bestmöglichst beraten können. Selbstverständlich sind wir auch in der Lage, die Realisierung der verschiedenen Optionen durchzuführen. Und damit endet dieses Webinar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.